So, es geht weiter. Folge 13 mit The Solus Project. Ich habe in der letzten Folge ein bisschen Zeugs gesammelt und in das Lager verfrachtet, wo der gute Juri immer noch liegt. Wir müssen, schade, dass man die Leichen nicht wegräumen kann. Das stinkt nämlich bestimmt jetzt schon. So, da hoch bin ich. Wie bin ich denn da hochgekommen? Ich glaube, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg außenrum laufen. Oder ich versuche hier einfach mal hochzuklettern. Das ging ja irgendwie. Oh, oh, das ist meine Dose, die von oben runtergekullert ist. Ja, das ist ein ganz schön weiter Weg nach oben. Jetzt nehme ich das Zeug mal mit. Und was haben wir jetzt? Wir haben einen Hammer. Wichtiges Werkzeug. Okay, damit haben wir hier alles erledigt und das ist leer geräumt. Missions-Item ist das. Ein bisschen Platz haben wir noch. Wir sitzen mit unserem Essen aus. Wir haben Konservendosen. Und wir haben drei von diesen Kraftpaketen. Zwei. So, und jetzt werde ich mich mal hier weiter umschauen. Diese Schwämme brauche ich eigentlich gar nicht. Oh, hier liegt noch eine Wasserflasche. Ist die voll? Eine leere Wasserflasche. Hier habe ich ja in der letzten Folge das Schwert reingesteckt. Und hier, jetzt wissen wir auch, wozu diese komischen Pyramiden im Wasser sind. Das scheinen irgendeine Waffe anzutreiben. Also offenbar gab es auch Waffen bei dieser Zivilisation und da ist geht das auch rein. Da ist ein Speicherpunkt. Seltsamer Eintopf. Dann nehmen wir doch gleich mal was davon. Hier gibt es wieder, was ist das hier? Ein Schwert. Ein Missionsziel. Und hier ist wieder eine leere Wasserflasche. Also hier war schon einer. Und das ist hier ein Rucksack. Yay! Inventar plus 3. Das heißt, ich bin jetzt bei 24. Bis zu 36 geht's. Also es sind noch ein paar Rucksäcke hier. Und das sind so primitive Wagen. Hier gibt es noch Wasser. Und schon mal da sind, dann bedienen wir uns hier mal kräftig. So, und das ist dieses komische Gerät. Es hieß doch im Inventar, untersuche das Kabel. Das geht hier in diesen Schacht rein, oder in dieses komische Ding rein. Habe ich irgendwas übersehen bei dem Kabel?
Wahrscheinlich so eine Art Stromgenerator, könnte ich mir vorstellen. Ich soll das Kabel untersuchen. Lauft er jetzt einfach mal lang? Also mir ist da jetzt nichts Außergewöhnliches aufgefallen auf diesem Kabel hier. Hier geht es einmal in den Boden rein, ansonsten ist hier tatsächlich nichts Außergewöhnliches. Wir haben ja den Schlüssel gefunden. Kreuzung der Straße 2. Folge weiter dem Kabel. Wer weiß, was das Kabel macht. Wahrscheinlich ist da unten eine Energiequelle für die Waffe, nehme ich an. Aber wir brauchen ja noch eine Energiequelle. Aber bevor wir das machen, gehe ich mal noch in die andere. Ah, jetzt leckt's kurz. In die andere Höhle rein. Wo war die denn? Die war doch auch hier irgendwo. Neue Teile haben wir ja nicht. Wo war denn die andere Höhle? Ich glaube, die war da hinten. Da war die hier. Oh Mann, nee, hier war sie nicht. Da drüben müsste irgendwann noch ein Teil sein, auf der anderen Seite. Ich laufe da mal kurz hin. Ja, immer wenn ich anfange zu rennen, dann merkt man, dass das Spiel da nicht hinterherkommt. Also performance-technisch. Schwierig. So, hier war ich ja jetzt. Ach, ich finde das blöde, den blöden Eingang nicht mehr zu diesem. Ach, hier unten war das, genau. Hier ging es runter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter. Und schauen uns das mal an. Aber. Ich würde sagen, wir legen uns erst noch mal schlafen. Obwohl, das können wir auch unten machen. Unten. Mal gucken, wie geht denn das noch mal mit dem... mit der Leiter. Ach, jetzt. Oh, okay, da ist ein Tor. Und da liegt ein Toter. Ich würde sagen, auf an den Stufen. Oder ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber hier kommen wir wohl noch nicht rein. Hat der Typ hier irgendwas dabei? Nee, der hat nur haufenweise Plünder dabei. Hm, okay. Hier geht's offenbar nicht weiter. Nee, das ist zu. Ja, dann würde ich sagen, wie sieht's denn mit unseren Vorräten aus? Wir haben... Essen haben wir genug dabei. Wir haben auch genug zu trinken. Also, Dehydration imminent. Okay, jetzt müssen wir was trinken. Oh, hier ist noch was zu essen.
Objective reminder. Locate materials for satellite uplink. Stimmt, ja, wir haben ja noch 3 Plätze frei. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mich in dieser Folge auf den Weg. So, jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Ach da, genau, wir müssen hier die Tempelanlage hoch. Folge ich hier einfach nochmal den Kabel. Es wird schon wieder weniger. Also Meilenstein 2 von 2. Hier geht's runter. Dann würde ich sagen, gehen wir unten mal eine Runde pennen. Wir haben genug Zeugs dabei. Da geht's aber ganz schön tief runter. Und es wird auch ganz schön kühl. So, dann suchen wir uns mal hier ein lauschiges Plätzchen. Ah, hier geht's zwar nicht weiter. Ich höre Wasser. Dahinter gibt's Wasser. Ach, dafür brauche ich jetzt den Hammer. Ich verstehe. Hier haben wir noch, was ist das hier? Ein Leuchtkristall. Und hier hat jemand wieder Spuren hinterlassen. Und hier geht auch das, ist aber nichts drin. Hier geht auch das Kabel durch. Was gibt's hier? Die Erleuchteten. Erleuchtete sind die drei, die dem heiligen Licht der Himmelswesen folgten. Im Gegensatz zu den ketzerischen, ungläubigen Rebellen, die verlassen sind. Scheint doch eher so ein Sektenkult zu sein. Der Erleuchtete im Zentrum ist Utuku, also der, der das immer schreibt hier. Der Erleuchtete des Winds ist Marduk. Und der Erleuchtete des Lichts und der Stimme oder ja, der Stimme ist Kur. Jetzt auch mal Sound mit Stimme übersetzt. Ist ja immer eine Ansichtssache. Und das sind die drei. Okay, es gab also Auserwählte, die sozusagen den Weg der Himmlischen folgten, und es gab allen Anschein nach welche, die damit nicht einverstanden waren. Tja, warum wohl? Gut, ich werde jetzt hier mal eine Runde pennen. Nein, ich habe wieder die Lampe. Ah, die Lampe aus. So.
Starvation imminent. Wir brauchen mal dringend was zum Futtern. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal durch. Mache ich das noch in dieser Folge? Ich glaube ja. Gibt's hier so einen primitiven Wagen aus Stein. Und da kann ich meine Wasserflasche auffüllen, das ist ganz gut. Mal ein bisschen Energie sparen, so, da kann ich wieder irgendwas aktivieren. Haben wir dir so einen Raum zu. Oh, da gibt es irgendwas mit Donner und Blitze an Informationen. Also, ich mag das, wie die Wandgemälde sozusagen die Geschichte erzählen von diesem Volk und was sie durchgemacht haben. Super gute Idee. So, ich will aber sagen, an dieser Stelle mache ich mal einen Cut und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Ciao.